Also ich gehe davon aus, wenn man davon ausgeht, dass jede Gesellschaftsordnung nur über ein imaginäres funktionieren kann, dass es ein demokratisches Imaginäres geben muss oder eine Art von demokratischem Glauben. Ja? Auf dem bin ich sozusagen Da auf der zucke ich Spur. natürlich zusammen. Ja, das denken wir. Also, und okay, gehen wir es langsam Ja. an. Ja? Sehen Sie, ein Theoretiker, dem ich immer wieder begegnet bin, gerade in diesem Žižek-Umfeld, Ljubljana, war Claude Lefort. Der wurde immer zitiert und wurde gesagt, ja, Claude Lefort schrieb ja schon, der Ort der Macht ist leer. Und das wurde immer so hingeschrieben, ohne hinterfragt zu werden. Und dann ist mir ein Text von ihm in die Hand gefallen. Habe ich nicht. Die Fortdauer des theologisch-politischen, kennen Sie es? Das war für mich auch so ein Schlüsseltext. Und da schreibt er, wie sich dieses demokratische Dispositiv also kristallisiert hat und entwickelt hat, gerade in Absetzung von einem also von einem theologisch-politischen. Und in welcher Form gerade die Entleerung des Orts der Macht und dessen Entsubstantialisierung, also sowohl, dass er nicht mehr repräsentiert wird, als auch entsubstantialisiert wird, sich das demokratische Dispositiv eröffnet. Und dass das ja auch die Art von Säkularisierung ist, die das bewirkt hat im Politischen. Und er schreibt das sehr schön, also wir haben zwar noch einen Ort des Anderen, wie die Religion, nämlich also zum Beispiel die Exteriorität des Staates gegenüber der Gesellschaft, aber wir haben keine Gestalt mehr für dieses andere, wie es in der Religion oder im Totalitarismus. Er hat gesagt, im Totalitarismus gibt es nicht mehr den Ort des anderen, da gibt es nur noch die Gestalt. Und die Frage, aber wenn man man kann nicht stehen bleiben dabei, man muss weiter fragen, wie verankert sich das aber in den Individuen? Wieso funktioniert, er sagt, das Politische besteht darin, dass es einmal eine symbolische Ordnung konstruiert. Und diese symbolische Ordnung kreist um ein leeres Zentrum. Aber die Frage ist, wie funktioniert, und es funktioniert ja, aber wie funktioniert das für die Individuen? Ich meine, die Leute laufen ja nicht herum auf der Straße und sind sich dessen bewusst, dass es ein leeres Zentrum gibt und auf das können sie sich irgendwie beziehen. Und Ja, darf ich sehr ketzerisch antworten? ja. Also es funktioniert natürlich durch den Kapitalismus, der permanent das Zentrum der Macht entleert, Bilder in Umlauf bringt, von denen jeder weiß, dass sie nur Fetische sind. Und das funktioniert natürlich in irgendeiner Weise. Und es ist natürlich prekär. Also man könnte ja sagen, man hat zwei Extreme. Es gibt auf der einen Seite die Leute, die versuchen, und man kann das auch letztlich Konservative nennen, permanent versuchen, den Ort der Macht vollzuräumen. Mit Bildern, mit Gemeinschaftsidolen, mit Werten und so fort. Und es gibt dann sozusagen Radikaldemokraten, deren ganze Arbeit immer wieder daran besteht, das Zeug Leer wieder zu schaffen, ja. rauszuholen. Ja. Und es gibt aber die andere Antwort, und die ist unheimlich, zu sagen, den Ort der Macht leer zu halten, ist nur unter der Bedingung eines funktionierenden kapitalistischen Systems möglich. Weil nur dann sozusagen die ganze Dezentralisierung von Macht sozusagen technisch implantiert werden kann. Aber das ist keine Lösung, die Sie so anvisieren würden. Nein, genau dagegen geht's genau dagegen geht es im Begriff des demokratischen Glaubens. Also gehen wir nochmal einen Schritt weiter.